Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir bauen heute ein bisschen weiter, ich hab Bock drauf. Ein bisschen was haben wir einstecken, aber wir könnten auch rein theoretisch eigentlich mal noch ein bisschen Inventar leer machen. Ich habe mich jetzt noch mal etwas informiert zu den Werten jetzt selber nicht genau, aber der Frostner scheint doch sehr, sehr viel stärker zu sein aus dem einfachen Grund so rum, dass der um einiges schneller ist. Das ist mir so natürlich nicht aufgefallen, wenn wir überall nur One-Hits gemacht haben. Aber ja, ich glaube, das stimmt schon. Jetzt mal gucken. Zack, zack, zack. Und wir haben halt hier... Na gut, wirkt irgendwie gleich schnell. Hä? Aber auf jeden Fall, ich habe mir ein Video angeguckt, da hat einer sich gegen Eiktür gestellt und hat das einmal mit Frostnau und einmal mit dem Streitkolben gemacht. Na? Der Leck kam genau zur richtigen Zeit. Ins Portal geleckt. Auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich nicht hier hin. Ja, auf jeden Fall war das um einiges schneller, weil die Waffe wohl generell schneller ist. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir den Frostner weiterhin benutzen. Mal gucken, wenn die ersten stärkeren Gegner kommen, können wir auch selber mal Vergleiche anstellen. So, wir brauchen erstmal eine Waffenkiste. Dass das wegkommt, dann brauchen wir Leder... Oder wir brauchen es nicht, wir wollen es loswerden. Eine Himbeere haben wir auch noch einstecken. Weg damit und noch ein bisschen Fleisch. So, der Rest kann eigentlich... Na gut, Stein haben wir noch. Na, da können wir auch so einen Haufen basteln. Zack, wir wollen weitermachen. Und zwar würde ich sagen, wir machen mal die Fassade noch weiter. Von den anderen Seiten. Hier sind wir ja soweit durch. Hier hatte ich jetzt noch überlegt... Machen wir das so oder machen wir nochmal ein Kreuz dahinter? Ich glaube, mir gefallen die Kreuze dahinter besser. Wir gucken uns das mal an. Ich hoffe mal, ich kriege die jetzt von hier gebaut. Ich denke, das sollte hinhauen. Zack, zack, sind die gleich? Ja. Ja, sieht schöner aus, ne? Dann kommt auch ein bisschen mehr Licht ins Haus. Hier haben wir... Wie haben wir es denn hier gemacht? Hier haben wir tatsächlich nur eine Reihe. Aber ja, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Wir können es natürlich auch einzeln lassen. Ich sag mal, hier so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Stimmt, und da hatten wir, glaube ich, die Überlegung mal, vielleicht dann irgendwann... So, dass wir hier so einen richtigen Fenstersims haben. Kriege ich das Ding auch noch eins tiefer dort rein? Kriege ich ihn tiefer rein? Glaube nicht... Wenn dann nur so. Nee, das ist doof. Gut, gucken wir uns später nochmal an, aber ich denke mal, wenn wir das vielleicht eventuell so machen, dass wir hier so ein bisschen den Fenstersims haben, könnte mir das doch ganz gut gefallen. Wir müssen dann eben mal gucken, wie es am Ende von innen aussieht. Von außen ist ja erstmal schön und gut. Aber ich habe das Gefühl, wir haben die... weiter reingestellt als die hier oben. Na gut, dadurch, dass wir hier überall doppelt haben. Ja, gucken wir uns später an. Das können wir dann machen, wenn das ganze Grundgerüst steht. Wie wir das am Ende von innen machen, ist ja uns überlassen. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie wollten wir das hier machen? Eigentlich hatte ich ja erst vor, hier noch einen Eingang reinzuzimmern. Beziehungsweise wollte ich das ganze Gebäude ja eigentlich kürzer machen, dass wir hier noch einen richtigen Eingangsbereich hinkriegen. Naja, wir basteln erstmal hier drüben weiter. Ich würde sagen, wir machen die Symmetrie, wir behalten die bei. Das heißt, wir haben hier überall erstmal Steine reingekloppt. Jetzt habe ich natürlich das Stein weggeschmissen. Aber wir kriegen es, glaube ich, sogar komplett eingesteckt. Ich freue mich so sehr über den Gürtel. Ihr könnt es mir nicht glauben. Oder ihr werdet es mir nicht glauben. Aber oh, geil. Bam. Direkt noch einen zweiten. Schaut euch das mal an. Wir haben 100 Stein einstecken und einfach mal noch über 70 Holz. 80 Holz fast, oder? Irgendwie so. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch den Steinmetz. Das ist schon geil. Macht uns das Leben definitiv einfacher. Da vorne ist der Lump. Haben wir alles? Wir haben alles. Perfekto.
Bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, aber es wird definitiv noch eine ganze Weile dauern. So, dann gib mir mal bitte. Haben wir die hier oder die genommen? Die haben wir genommen, ne? Ja. Wie haben wir die hingestellt? Wir haben die... Wir haben da unten das. Dann das so drauf. Jetzt steht es natürlich im Haus. Ach, das wird echt alles ein bisschen eng hier, ne? Wir haben das so gemacht, ne? Ja, wir haben das so gemacht, genau. Und dann haben wir... Oh Gott, das wird echt alles zu eng. Dann habe ich hier so ein schönes Baugerüst hingezimmert und jetzt steht es irgendwie nur im Weg. So, wie viel haben wir gemacht? Das reicht schon. Dann müssen wir hier wieder die ganz normale Konstruktion hinbasteln, dass das alles ein bisschen breiter wird. Zack. Ich krieg's nicht oben drauf. Manu, jetzt. Haut hin. Sieht gut aus. Und das Ganze natürlich nochmal hier drüben. Nein. So, wir haben das komplett hochgezogen, ne? Na nee, bis die Höhe. Und dann haben wir ganz normal die Dinger draufgehauen. Ach man, dieses Gerüst. Aber ob das für ewig so bleiben soll, ich weiß es nicht. Wir müssen da mal gucken. Die Einzelheiten machen wir später. Auf jeden Fall haben wir das erstmal. Dann kommt hier oben noch so ein Querbalken rein. Und dann können wir die Konstruktion hier ganz normal fortführen. Jetzt überlege ich nur. Mit den Rundhölzern. Wir haben dann nochmal. Ja, okay, alles klar. Da muss ich es mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Ist ja doch schon ein paar Folgen her, weil die Händlersuche so lange... Die Händlersuche so lange gedauert hat. Oh, regt mich dieses Gerüst gerade auf. Es ist die ganze Zeit im Bild und im Weg und die Kamera changed die ganze Zeit hin und her deswegen. So, das haben wir. Dann haben wir hier überall die Dinger rein. Ich glaube an jedem Ding. Ja, ich würde sagen, wir behalten die Symmetrie so weit bei, dass wir das auf jeder Seite gleich machen. Von innen sehen wir es dann halt. Von außen ist natürlich nicht so schlimm, da haben wir nicht alles auf einen Blick, aber so sollte das schon etwas hübscher aussehen. Dann kommen die Kreuze wieder drauf und wir haben natürlich kein Holz mehr. So, eins. Vielleicht sollte ich doch aufs Gerüst gehen. Oder ich reiße es gleich weg, obwohl wir werden es dann auf jeden Fall noch brauchen. Aber das lässt sich das von hier besser? Ja, es geht. Zack. Ist das schön, dass wir den Reif endlich haben. Wir sehen wieder ein bisschen mehr in der Nacht. So. Mit O und S. Das haben wir. Dann kommt wieder eine ganz normale Querreihe von den Holzpfosten oder Holzbalken. Und dann haben wir die Rundholzer draufgepackt. Heute ist schon wieder gar nichts. Gar nichts mit Sprechen. Ja, ich glaube, da gehe ich wieder aufs Gerüst. Das macht sich dann doch besser. Na. Bring doch. Ist das so richtig? Irgendwie sieht das nicht richtig aus. Ich glaube, es ist so richtig. Wir gucken mal. Sag mal, was leckt denn das heute so dolle? Ja, sieht erstmal soweit okay aus. Perfekt. Und jetzt die Rundhölzer oben drauf. Wo seid ihr? Oh, wir haben kaum noch welche. Haben aber unendlich viel Stein einstecken. Aber ein bisschen Material sollte ja noch da sein. Also ich glaube, ganz so schnell müssen wir nicht wieder sammeln gehen. Obwohl, ich will es mal nicht so laut sagen.
gerade normales. Nee, das ist normales Holz und das war jetzt gerade das letzte Kernholz, ne? Können da nochmal in die Kiste schauen. Aber könnte durchaus sein, dass wir doch bald wieder sammeln gehen müssen. Komm, ich bin heute mal verschwenderisch. Wir hauen hier volle Bude alles rein. Was war das? Klang irgendwie ganz, ganz komisch. Sag mal. Schon wieder. Es ist einfach, ach, ich glaube, da fetzen sich wieder Skelette mit Wildschweinen oder sowas. Ach Mann, Ausdauer. So, wir müssen auf dem runden Balken stehen und ja, jetzt haben wir's. Gut, dann brauchen wir die hier. Jetzt müssen wir mal schauen, wie haben wir das denn dann drüben gemacht? Manu, tut mir leid, es ist schon wieder so lange her. Also von innen haben wir da drüben wir die auf die Balken gelegt. Aber haben wir dann den Rest wirklich hier drauf gelegt? Haben wir da so eine... Nixon Alarm. Haben wir da so eine große Lücke drin? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, zum Glück haben wir ein Gerüst und können mal schnell rüber gucken. Ich muss es mir irgendwie gut reden, dass ich mir die Arbeit hier gemacht habe. Doch, wir haben so eine Lücke drin, okay. Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Na, was ist hier heute los? So. Ich sehe es nicht richtig. Nein, nicht drehen. Jetzt wollte ich ranzoomen und drehe den ganzen Spaß. Kein Kernholz mehr. Geil. Was ist hier los? Da oben. Seht ihr denn? Schießt er von hier oben Pfeile? Ist ja auch fies. Den müssen wir natürlich erstmal schnell wegjagen. Wir haben kein Kernholz mehr. Geil. Und Musik gibt es anscheinend auch nicht mehr. Nachtruhe. Ist nix. Ganz leise. Nachbarn. Skelette fühlen sich belästigt. Das ist auf jeden Fall normales Holz, ne? Ja, das ist kein Rundholz. Das ist normales Holz. Das bringt uns erstmal nicht viel. Wir können schon mal fix die Kohle einsammeln, wenn wir schon mal hier in der Ecke sind. Ja, es wird mega geil. Wir kriegen das hin. Das Dach wird nochmal... Oh, ich hab... Da habe ich ein bisschen... Bisschen Angst vor, muss ich sagen. So, wie sieht's denn aus? 16 Kernholz. Geil, vor allem ich sag noch, wir kommen bestimmt eine Weile hin. Hm, super. 2 Minuten hat's gehalten. Na gut. Dann müssen wir erstmal den Rest noch weiterbauen. Wir hauen jetzt noch so viele Rundhölzer drauf, wie wir draufpacken können. Und dann machen wir erstmal alles andere mit normalem Holz. Und dann müssen wir wohl oder übel doch nochmal eine Runde sammeln gehen. Und zack, so. Gucken, ob wir die Reihe noch voll kriegen, aber ich bezweifle es. Ah doch, hat noch geklappt. Eins können wir noch basteln. Dann ist Schluss. Na gut, aber dann haben wir zumindest die Seite schon. Naja, nicht wirklich fertig. Aber da drüben dann... Ich weiß halt nicht wegen Eingängen, also auf der Seite hier würde ich jetzt keinen Eingang mehr machen, weil der Platz ist einfach nicht da. Wir haben natürlich die 2 Haupteingänge hier vorn. Und gut, wir können auch hier ja offen lassen, dass wir hier reinkommen. Dann müssten wir effektiv nicht unbedingt hier hinten noch einen Eingang bauen, weil hier wird es halt auch so langsam aber sicher ein bisschen knapp. Was den Platz angeht, vielleicht machen wir da bloß ein Hoftor rein oder ganz am Ende, wenn es fertig ist, nochmal irgendwie... So einen kleinen Eingang dran gebastelt, aber an sich, wenn wir hier 2 Eingänge und da vorne einen haben, reicht ja auch aus. Also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Gut, dann müssen wir erstmal mit normalem Holz weiter basteln. Wir brauchen... Ach hier, da doch, guck mal, wir können das doch wegreißen, dann können wir wieder ein paar mehr davon bauen. Das waren ein bisschen viele. Sammeln es ein.
So? Ich glaube, eins haben wir zu viel gebaut, ne? Ja. Jetzt müssen wir nochmal schnell da hoch das Zeug holen. Aber dann bleiben die Kreuze auf jeden Fall Kreuze und haben nicht hinten noch die Rundholzbalken dran. Das passt soweit. Ja, aber ich denke mal, in den nächsten Folgen sollten wir auf jeden Fall die Fassade fertig kriegen. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch nochmal zwischendurch ein bisschen Rohstoffe zu sammeln. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch echt mal wieder Bock. Also ich habe einerseits Bock auf die Drachenmutti, dass wir die endlich besiegen. Und ich habe auch andererseits Bock, endlich mal die Ebenen sich so richtig anzugucken. Und Nebellande gibt es ja auch noch. Also ein Loks endlich zum Reiten wäre auch geil, ne? Gut, dann sammeln wir hier erstmal fix das Zeug ein. Das war doch mal... Ach, trotzdem Schaden. Ich wollte sagen, das war doch mal ein geiler Move. Hier oben immer noch eins zu wenig. So, das Ganze so, das passt. Dann können wir das hier drüben noch bauen. Okay. Also kommen jetzt wieder Kreuze hier auf die zwei rein. Auf die hier und die hier jeweils zwei. Dann lasst uns die mal noch basteln. Klingt irgendwie ein bisschen eklig, die Geräusche der Nixen. Ich weiß nicht, an was es mich erinnert, aber an irgendwas Ekliges. Genau, dann haben wir die zwei rein und dann machen wir das Ganze gleich noch hier drüben. Das sind dann die zwei rein. Also einmal hier, einmal dort. Einmal da, einmal da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier tiefer sitzen als die anderen hier drüben. Täuscht das gerade? Weil die gehen irgendwie nicht komplett... Ne, die stehen so ein bisschen in der Luft, ne? Ja. Das haben wir hier... Ne, das haben wir sonst nicht. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Wir haben die einfach ein Stück zu hoch gesetzt. Die waren auf jeden Fall so. Ich gebe erstmal das ganze Holz her. Genau. So sieht's besser aus. Aber wir haben die natürlich außen gesetzt, nicht innen. Oder noch nicht zumindest. Heißt, wir müssten die eigentlich nochmal... Ja, das war doof jetzt. Wir müssen das ganze Konstrukt hier noch weiter basteln, so wie es ist. Aber da brauchen wir Kernholz für. Gut, dann können wir jetzt erstmal hier an der Stelle leider nicht weitermachen. Wir brauchen unbedingt Kernholz. Wir haben halt hier echt viel auch mit den Balken verbraucht. Aber ich finde das schön, dass hier so eine kleine Abgrenzung noch ist. Nee, dann müssen wir definitiv Kernholz sammeln gehen. Folge ist sowieso leider gleich schon wieder rum. Aber wir sind tatsächlich out of Kernholz. Wir haben eine ganze Menge normales Holz. Also eine ganze, ganze Menge. Das ist schon mal gut. Und wenn wir das Gerüst hier irgendwann abreißen, haben wir noch mehr Holz. Das heißt, daran scheitert es gerade nicht. Aber Kernholzmangel besteht. Dann würde ich sagen, lasst uns mal fix hier noch das Beet abernten, dass wir hier mal wieder normale Rüben hinzimmern können. Weil da warten ja auch noch einige Rezepte auf uns, die wir mal probieren müssen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir entweder nächste Folge zusammen Kernholz sammeln gehen oder ich es zwischenzeitlich doch mal geschafft habe, welches zu sammeln. Je nachdem werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wie wir weitermachen. Und dann würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall noch ein paar Folgen ein bisschen bauen, dass das Ganze, die ganze Fassade zumindest steht. Und vielleicht kümmern wir uns auch noch um die Balken für die Dachkonstruktion. Und dann könnten wir auch mal ein anderes Gebirge besuchen gehen. So, ist immer eine ganze Menge Arbeit, ne? Aber wir haben halt dann mittlerweile auch so viele Rübensamen. Das wird auf jeden Fall gut.
Bam, da haben wir es. Haben wir einen Flug einstecken? Leider gerade nicht, aber wir haben 273 Samen gesammelt. Das ist ja auch schon mal was. Und dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge entweder sammeln oder bauen. Wir werden es sehen. Bis dahin. Macht's gut.